Hallo, liebe Mutzis. Tolle News von meiner Seite. Ich gehe auf eine ganz, ganz neue Solo-Tour. Zero heisst das Ding. Brandneues Programm, wo jetzt ab Herbst 23 am Start ist. Und zwar geht's los mit Tryouts am 20. September in der Dreieckbar in Frauenfeld, 22. Kreuz Herzogenbuchsee, 5. Oktober Kleinbühne Chur, 6. Oktober Kantine Bülach. Dann Basel, Theaterfoteuil, 18. bis 21. Oktober. Das heisst, 18. Oktober ist die Premiere. Und danach geht es weiter auf Baden ins LWB, 27. Oktober. Und auf Glaris ins Kulturzentrum Hollestein am 16. November. Dann 25. November Solothurn im Kopfmahl, 29. November Luzern im Parterre, 30. November Zug im Hidden Harlequin, 2. Dezember Bern Theater am Käfigturm, 7. Dezember Aarau Kiff. Nächstes Jahr, 8. Februar Dübendorf, Obere Mühli, 28. Februar St. Gallen, Grabenhalle, 5. März Zürich, Bernhard Theater, 8. März Gelterkinde, Marabu und 21. März in Hofteren, Hochdorf, Kulturzentrum Braui. Kommt vorbei, Tickets gibt's jetzt. Ich freue mich riesig. Bis dann. Das war das erste Mal, wo du Werbung machst. Ja, wahrscheinlich. Also. Yeah, man. Bam, 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 bam. Ich weiß jetzt, wie vielte Mal du jetzt zu Gast bist, aber ist ja scheißegal. Scheiße, ich glaube, das fünfte Mal, oder? Mindestens. Aber das erste Mal im neuen Look. Yeah. Gefällt mir. Ist mehr gemütlich. Ja, vor allem, es ist gemütlich und es erlaubt einem noch ein bisschen mehr zu labern, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Es ist weniger so Interviewsituation. So formell. So, ja. Yeah. Es ist eigentlich, als würde man in Mailand in irgendeiner Lounge sitzen. Vielleicht andere Getränke, ja. Weil wir sind, und ich habe das nicht geplant, dass wir den Pod jetzt aufnehmen, weil das ist ja alles sehr spontan entstanden. Aber es ist super. Dass du auch mitkommst. Ja. Wir sind auf Monza, Salty. Wir sind ans Formel 1 Rennen. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Ey, wirklich ein Erlebnis gewesen, das sage ich dir im Fall. Also ich bin immer noch so ein bisschen gehypt. Ich bin immer noch so ein bisschen am Fliegen. Ich bin immer noch im Fall sehr geflasht, wie laut die Formel 1 Autos sind. Trotz der neuen Motoren, gell? Ich habe so gedacht, jo, das ist ja nicht mehr so laut, das Hybrid-Zeug und so, aber pff. Also, sobald du willst schwätzen, keine Chance. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Monza ist der beste Ort gewesen, um zum ersten Mal an eine Formel 1 Rennen zu gehen. Ja. Yeah. Weil ich muss die Italiener das geben. Und das sieht man, glaube nicht im Fernsehen bei diesen Stehplätzen, wie die improvisieren, um Sachen zu sehen. Habe ich so mega geil gefunden. Es sind so gratis Tribünen gehabt. Yeah. Und dann haben sie ja einfach so Holzstämme oder Holzstücke einfach reingeschoben, um ein Pavillon zu bauen. Die haben Sachen aus dem Wald geholt und Palette, glaube ich, drauf. Mhm. Und das Singen, das habe ich mega geil gefunden. Weil sie Nationalhymne gesungen haben. Boah, das ist jetzt Zeit gesehen. Es ist ja auch weltweit wahrscheinlich die geilste Hymne, die es gibt. Die Marseillaise ist auch nicht schlecht. Ja. Wie tun es bei den Franzosen? Die Franzosen, ich meine, die ist auch nicht eben so schlecht. Marschon. Ja. So, aber die Italiener, das denke ich ja bei jedem Fußballmatch und so, ist einfach geil. Muss denen gehen. Und ich bin dann, als ich dann daheim war, irgendwie um fucking, keine Ahnung, 11 Uhr zu oben. Ja.
habe ich natürlich noch so Zusammenfassungen geschaut und weißt, so Interviews danach und was weiß ich. Und was wirklich geil war, ist, alle von Reporter über Kommentatoren und was weiß ich, alle haben gesagt, ah, Monza ist immer so speziell. Und so, du hast richtig gemerkt, sie sind alle auch gehypt gesehen. Ja. Es hat die Stimmung da und dass wir ein Rennen gesehen haben, wo irgendwie noch Ferrari 15 Runden am Vieren gesehen ist. Das ist so... Oh, ich glaube, die Leute sehen das nicht im Feld, wie die das gefeiert haben, dass der Sainz die erste 15 Runde jedes Mal, wenn der vorbeigefahren ist, im Fall. Haben die gejubelt, die bis zum geht nicht mehr. Und drum, das hat mich so, ich habe wirklich jede Runde, vor allem eben am Start, oder? Ja, sind ja alle Autos noch beieinander. Ja. Das heisst, du siehst auf dem Fernsehen, auf der Übertragung, siehst du, wo sie durchfahren und dann merkst du, oh, jetzt kommen sie langsam zu unserem Ecke und dann macht es dort einfach wum, 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 wum. Und schon nur jetzt, wenn ich wieder dran denke, ich weiß, ganz gut. Ich bin so gehypt gesehen. Nein, sie sind schon mega schnell. Aber ich muss ehrlich sagen, die ersten 15 Runden sind gut gewesen. Jetzt haben wir nachher Diskussionen und Comments über Verstappen. Sobald der erst war, ist, hat niemand mehr gesungen. Du hast einfach die Verstappen-Fans gehört, wenn er vorbeigefahren ist. Einfach vier Typen und einfach alle jetzt einfach im Umdrehen. Ja, das Beste ist, das hast du nicht gesehen, du bist weiter vorne gesehen. Es hat ein Ferrari-Fan gehabt, wirklich im ganzen Dress und so. Da ist gerade rechts von diesen vier Holländern gesehen. Und die sind ja super entspannt gesehen, weil die haben gewusst, jojo, irgendwann holt er nicht. Und so, Verstappen ist ein Sitting Duck. Sainz ist ein Sitting Duck. Verstappen will get him. Und so, oder? Und irgendwann der Typ hat natürlich kein Wort Englisch können. Und dann sagt einfach zu den Holländern so, Red Bull today niente. Und die so, oh ja, da hat sie so ein bisschen weiter Bier getrunken. Und irgendwie drei Runden später überholt Verstappen des Sainz. Und die vier so zu dem so, oh, hey. Und dann ist auf den Weg gelaufen. Da haben sie den Tag vorbei gesehen. Nein. Das muss ich schon ehrlich sagen. Nein, es ist auch. Aber bei uns habe ich schon gefunden, hey, sobald der erste war, hast du einfach gemerkt, wie Leute davon heimgehen. Ja. Weil sie einfach gewusst haben, so, ja. Aber, hast du die Zusammenfassung geschaut? Das ist ja noch richtig abgegangen. Es ist noch sehr viel passiert. Ja. Wir sind ja viel früher gegangen, damit wir nicht im Stau waren. Yeah. Und ich weiss, dass der Sainz und der Carlos... Sainz und der... Leclerc. Der Carlos... Das habe ich auf dem Handy gesehen, wo ich gerade Pasta geholt habe. Und ich so gedacht, was machen die? Das war richtig geil gewesen. Alles. Nein, richtig geile Frage. Und ich habe noch nie im Leben so viel Bier getrunken. Leck du mich! Oh, ein Wunder, habe ich keinen Pickel. Das ist wirklich... Nein, ich muss ehrlich sagen, sie haben mehr nur Bier können trinken. Also wie enttäuscht, dass ich war. So, you have a Moscow Mule? No? So, no? Biera. Ja, si, Biera. Ah, shit. Ist wahrscheinlich für das gesamte Event ist eine bessere Idee. Ja, das glaube ich. Nein, das glaube ich, nach dem, was ich alles gesehen habe. Aber es ist schon geil mit Kampfjets, die drüber fliegen. Nein. Das ganze Programm. Also das ganze Programm, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist einfach geil, mit euch Zeit zu verbringen. Es war super geil. Das muss ich sagen, es war eine gute Truppe. Ich habe nicht ganz so viel Zeit verbracht wie andere. Es gibt Leute, die sind dann halt irgendwann so um 13:30 sind sie heim in Mailand. Ja. Und andere haben den Weg nicht mehr heim gefunden. Ja, wie hast du ohne Navi den Weg heim gefunden? Nein, hätte ich nicht. Eben. Aber du... Ich habe keinen Akku mehr gehabt. Darum habe ich die Handy genommen, bin mit dem heim gelaufen. Ja, stimmt. Nein, ich meine Tim. Aha. Wenn wir den am ersten Abend... Nein, das kannst du dir nicht vorstellen, gell? Irgendwie 3,5 Stunden unterwegs. Freue mich mega, dass du jetzt gesehen eins trinken, irgendwie so um 2 Uhr morgens. Dann findet der Leute mal an, so 4 vor 2. Der Charlie ist erst am Freitag gekommen. Ja, ich bin erst am Freitag gekommen. Am Freitag zu oben. Und dann sagt man so, hey, wir sind mega betrunken, kannst du was abholen? Kommst einfach her, einfach vier Schweiz auf der Straße mit Bier voll verloren. Das war mein Start. Ich habe eigentlich vom Samstag geredet. Es ist eigentlich vom Samstag. Ja, Samstag war auch cool gewesen. Weil eben, Samstag bin ich irgendwann heim. Ja. Menzel heim, Menzel wirklich. Halb 5 Uhr morgens, einfach ein riesen Radau vor dem Zimmer. Ja. Und einfach alle. Bla. Weißt du?
es hat eigentlich eine mega gute Regel für alle Leute. Alles ab der 2, yeah. Also es passiert nie etwas Gutes. How met your mother? Die haben's gewusst. Ja, genau, wirklich. Nothing good ever happens after 2 a.m. Nein, wirklich. Genau dann am 2 sind wir aufgestanden für heim und sind um die Ecke gebogen und einfach so eine coole Schule-Bar gesehen und dann denkt, komm, gehen wir mal zu dir. Ja, dann sind wir so viele da gewesen. Ey, muss auch sein. Ganz ja, schön, muss auch sein. Muss es, auch sein. Es ist Monza. Es war Monza gewesen. Weißt du, was ich im Airbnb gemacht habe, als ich heim bin? Weißt du mal? Ich habe 2 Stunden am Programm geschafft. Oh, wow! Dedication! Du hast noch einen Schreiben. Ja, also geschrieben. Ich habe wieder das Zeug angeschaut, dann habe ich wieder irgendetwas umgeschoben. Oh, krass. Obwohl eigentlich hast du in Frankreich an deinem Programm müssen arbeiten. Auch, habe ich auch, ja. Ich bin 10 Tage in Paris gesehen. Ich glaube, das eine wird jetzt ein Bit. Ja? Das eine wird jetzt ein Bit, ja. Wirklich? Ja, dass ich mir so Pflanzen hier für die andere. kann man ein bisschen etwas erzählen? Das war schon mega geil. Hätte du schon erzählt, wie es war in Paris? Nein. In einem Wort verschissen. Weil, es ist eine Dachwohnung in Paris, wunderschön. Oh mein Gott, ja. Mit 127 Pflanzen, aber 80. Also nicht so Plastikding, sondern 80 Pflanzen, die leben. Ja? Wo ich irgendwann gemerkt habe, zum Glück habe ich nicht irgendwie Weed dabei oder so. Ich war paranoid geworden des Todes mit all diesen Pflanzen, weil ich schon so das Gefühl hatte. Gell? Ich habe immer so mal einen Ricard getrunken, so in Ehren zu meiner Großmutter. Ich fand, cheers, Mama, so, ich trinke Ricard. Und irgendwie so nach 2, ne, schaue ich so die Pflanzen an und dachte so, yo. Die sind schon ein bisschen beängstigend zum Teil. Wie sie so über die ganze Wohnung sich so verstrecken. So. Oh. Da ist so denkt, irgendwann in der Nacht kommt sie auf so eine. So. Nein, aber so eigentlich. Also, und sie hat sich herausgestellt, die vermietet die Wohnung nur, wenn sie in die Ferien gehen. Jetzt kannst du dreimal roten, warum sie immer im August für 2 Wochen in die Ferien gehen, wenn sie eine Dachwohnung in Paris haben. Wenn es drückend heiß ist, das habe ich dir ja gesagt. Wir sind ja auch mal im Hotel gewesen, im Dachzimmer oben, ja, 40 Grad. Nein, weißt du, das habe ich mir das Geilste gefunden. Okay. Ich sitze daheim irgendwie. Eigentlich wollte ich auch gehen, aber irgendwie hat sich irgendwie so ergeben, dass ich nicht da unten gehe. Und der Schwul hat es dann gebucht. Und ich glaube, er hat wirklich geschaut, in welchem Quartier. Und dann läutet er mir am oben. So, Bro, nein! Das sagt das eh so. Es sind nur schwarze Leute da, Mann. Ich habe es anders gesagt. Ich habe gesagt, ja, also, ich bin im Umkreis von Kilometern der einzige. Du weisseste Mensch ever. Und zwar nicht eine Schattierung oder 2, sondern hey, einfach. Mit Abstand, wie wo nicht war. Und noch mit diesen Haaren. Ja, und dann hatte ich noch ein weißes T-Shirt an. Und ich laufe so und wirklich so nach einer halben Stunde habe ich so, ich bin der einzige Weiße da. Ja. Aber wirklich der einzige. Und dann fällt mir wieder ein, wie ich mir irgendwie 2 Wochen fort. Meine Mutter sagt, ja, wo bist du denn in Paris? Und ich so, im 18. Und sie, ah ja, Little Africa. Ja, genau. Und wirklich. Und es ist Little Africa. Ey, wenn du das wirklich googlest, Little Africa Paris, du siehst die Bilder, das ist wirklich Little Africa. Ich habe einfach in meinem Kopf gehabt, wie der Joel mit dem weißen T-Shirt und seine Haare dort durchläuft und er läutet mir an und sagt, hey, Alter, ja. Und vom Schlimmen ist, ich laufe da rum und das Erste, was ich denke, ich kann es kaum erwarten, um Charlie anzuläuten. Per Zufall ist er schwarz, aber es ist alles. Nein. Einfach, das Allergeilste ist einfach, dass er mir gesagt hat, so etwas völlig normal für mich als Afrikaner. Sagt er so, Alter, ja. Ja, Afrikaner gesehen, einfach auf der Straße grillieren. Ja, die haben einen riesen Grill am Start gehabt. Auf der Straße sind sie am Grillieren gesehen. Die, ich habe ohne Scheiß die fettesten und grössten Tauben ever gesehen. Ich habe zuerst gedacht, es sind irgendwelche Adler. Das war afrikanische Tauben.
Und oh, Metzgerei, die Metzgerei ist auch geil gewesen. Ich laufe an einer Metzgerei vorbei, oh, da sehe ich so riesen Stück Fleisch, aber wirklich so, gell? So dick und irgendwie, es hat so etwas, wie, ob es nicht wirklich Knochen, ich denke so irgendetwas Weisses ist so, weißt du, so, dort wo es abgeschnitten, ja, ist. Ich denke so, was sind das für riesen Dinger? Und dann hat es dort so Queue. Und ich so, Französisch. Ah. Queue heisst Schwanz. Also Schwanz, der hinten. Ja, so. Und dann denke ich, von welchem Tier sind das Schwanz? Wenn das einfach so riesige Tiere sind, die dort hängen. Dann läuft so eine fette Taube vorbei, denke ich, die ist nur Schwanz. Hundertprozentig, die ist voll mit, oh, dem Schwanz. Hey, ich habe so müssen lachen, weil mir einfach, ich habe einfach der Schule mir vorgestellt, wie du einfach wirklich umeinander läufst und einfach alle Afrikaner schauen dich an und dann am Schluss. Ich so. Sagt er mir so, ich weiß nicht, ich sage, ja, ich fühle mich schon ein bisschen so im Mittelpunkt mega beobachtet. Dann sage ich ihm so, jo, wahrscheinlich haben sie mehr Angst vor dir, als du. Genau, und dann hat er noch gesagt, einer ist cool, dann gesagt, guck an. Ja, stimmt. Und der Charlie so, der hat hundertprozentig von dir wollen. Und nicht verkaufen. Der denkt, der Dude, der komplett weiss ist. Der muss ja, drücken. Das ist sicher der Schneemann vom Quartier. Ja. Oh Gott, das Bild ist so geil. Und der Charlie sagt, oh mein Gott, du wirst so viel Spass haben. Und ich so, was, wie? Soll ich einfach... Ja, das ist ein Barbershop. Das ist so geil gewesen. Also deine Haare noch schneiden. Also, nein, weil die schneiden deine Haare nicht so, wie du willst, sondern wie sie findest. Sie findet, es passt zu dir. Es ist wie bei uns Barbershop so. Ja. Coiffeur Ali. Einfach Einschnitt, das ist es. Nicht alles. Mit Shade. Yeah. Aber. Seite 0. Seite 0. Der Bart. Oh mein Gott. Der Danny. Der Danny. Ja. Mein alter Manager. Ja. Der ist mal zu einem Barber. Und der hat es ein bisschen zu ernst genommen in seinem Bart. Ja. Dass er halt wirklich, er hat einfach so einen krassen Strich da gemacht, einen, ja, krassen Strich da. Ja. Gell? Und dann halt noch die Haare frisch geschnitten. Ja. Dann hat er gelohnt, hat gesagt, schau mal an, der George Michael. Ja, gut. Aber er hat wirklich ausgesehen wie der George Michael. Ich habe jetzt auch gedacht, jo, das wird schon. Du bist einfach so. Westeuropäer, wo der Bart ein bisschen zu fest ist, es gibt einfach gerade so eine 80s Gay Vibe. Ja. Das ist einfach so. Ja, so, he's feeling himself a little too much. Oh Gott. Oh nein, das ist zu so gut. Traurig. Nein, du sollst in Barbershops gehen oder einfach so eine Barbecue die anhängen. Das Geilste ist, dass ich nach einer halben Stunde oder drei Viertel, ich habe immer so gedacht, sehe ich irgendwann jemanden, der meine Hautfarbe hat. So, das stimmt, das ist irgendwie bewiesen. Das ist so wirklich so wie Tramli-Chauffeur, dass ich dann so kann winken, so hey, du bist auch da, weißt du. Und dann sehe ich einen und sage, oh, das ist heller. Das ist ein Asiat gesehen. Und ich schaue das an und denke so, Alter, was machst du da? Und er schaut mich so an, so, was machst du da? Oh, aber ich wär so gerne nach Paris geflogen und einfach mit dem Joel einfach so einen Zug. Den Zug nehmen? Ja, den Zug nehmen, ja, das wäre auch. Oh nein, das wäre. Ich muss sagen, zum ersten Mal hatte ich ein gutes TGV-Erlebnis gehabt. Also ja, nur auf der Rückfahrt. Aber das hat alles wieder wettgemacht. Wieso? Ich bin noch. Habe ich schon mal den TGV genommen? Auf der Hinfahrt habe ich. Ich bin so versnobbt. Vor allem im Ausland nehme ich gerne erste Klasse. Oh. Weil ich finde, die 10 Euro mehr. Der, ja, Unterschied von erster zu zweiter Klasse ist, ja, ist massiv, so wenig. Ja. Also in der Schweiz finde ich es mega wenig. Nein, in der Schweiz ist es einfach doppelt so teuer. Ja, also vom Geld her, aber vom Aussehen her finde ich, sind die gleichen Stühle, sind nur eine anders. Und aber ja. So, mein, eben ICE, TGV, wenn du im richtigen Moment buchst, dann zahlst du minim mehr für erste Klasse. Dann so komm, in der Schweiz, für gönn dir. Ja. Und danach habe ich so einen Einzelplatz genommen, im einen Abteil. Und alle anderen Plätze sind bucht gesehen von einer indischen Grossfamilie. Wo wirklich etwa 5 Kinder gesehen sind und die haben dann angefangen, mit der Zeit haben sie angefangen im Gang turnen.
Weißt du, der Klassiker, wo sie so zwischen den Stiel sich so heben und so, ja. Und oft jedes Mal, weißt du, wie das eine Hand an meinem Arm und so, so. Und es ist abartig laut gesehen. Okay, ja. Und ich so mit so den Kopfhörern und Rückweg ist Weltklasse gesehen. Wieso? Du hast mich immer ein? Doch, bumsvoll, oder? Okay. Und dann sitzt so ein alter Dude mit so den Haaren zurück, aber schön angelegt, wirklich so, okay. so ein Monsieur, so ein französischer Monsieur, ja. Okay, okay. Der hat auch gut geschmeckt. Okay. Das ist klar gewusst. Ja, ist klar gewusst. Und dann merke ich, ah shit, ich glaube, der sitzt auf meinem Platz, weißt du? Und, okay. so, und dann habe ich wirklich Excuse so, ja, pardon, C'est ma place? Ich habe extra gefragt, quelle est votre place? Weißt du, so quasi, welchen Platz hast du eigentlich? Okay. Und also, ah, me dites pas que j'ai prendu votre place. Und dann hat er so die Abführung genommen. Gentleman. Ja, aber wirklich, das so. Ah, weil ich hatte 12, Wagen 12, ja. Sitz 12, oder? Mhm. Ah. Ah, c'est la 12, mais la place c'est la 33. Weißt du so, oder? Und dann sagt er mir, mes meilleures excuses. Und so, das ist wirklich, aber wirklich so ein Monsieur gesehen. Der hat sich so mega entschuldigt, so mega höflich. Und der ist aufgestanden. Und ich so, ah, überhaupt kein Problem, oder? Dann ist jemand an seinem Platz gesessen. Oh nein! Wie hat er das gewusst? Ja, weil der halt dann jemand beim 33 gesessen ist, ja. Oder? Und danach hat er mir noch so zurückgerufen, so von wegen, ich weiß nicht, wie er so Französisch gesagt hat, aber von wegen, du wegen dir veranstaltet mir jetzt einen riesen Rochade und so, weißt du? Okay. Das ist ein richtiger Monsieur gesehen. Es hat noch gefällt, dass er aufsteht und mit den Füßen einfach so. Und dann hat er wirklich, so eine Stunde später, hat er irgendjemand, der die ganze Zeit telefoniert hat, weil es ist eigentlich ein Ruheabteil gesehen, ja. Ist er dann auch so mal so führen und hat oft so fein aufs Schild gezeigt. So, Oh, okay. Das ist richtig geil. Oh, so cool. Hätte so eine Fuller gehabt. Nein, Fuller hat nichts zu heiß gesehen für Fuller. Oh, schade. Aber schon eine Schiele, unter dem Jackett. Ja, ja, ja. Und auf seine 5 graue Haare hat er so zurück da und so ein kleines Brüllchen gehabt. Hey, von dort haben wir in Kongo le Sapeur. Ich glaube, dass dort die Motivation sei. Also ich behaupte jetzt einfach mal etwas. Hat ja erzählt, in Kongo jeden Sonntag, wenn wir in die Kirche gegangen sind damals, haben sich alle mega schön angekleidet. Mhm. Wie sie sich gesagt haben, egal wie arm das wir sind, wie reich, am Sonntag fühlen wir uns alle wie Könige und Königinnen. Yeah. Und dann haben sie sich angekleidet. Du siehst, wirklich, wenn es Google ist, siehst Anzüge, die du hier in der Schweiz nie wirst gesehen. Ja. Yeah. Absolut nie. Also ja, glaub mir, ich habe in Paris ein paar von denen gesehen. wir nennen die Le Tonton Congolais. Ah ja? Die kennst du auch hier in der Schweiz, die immer so grosse Schuhe an. Die kennst du. Ich würde so gerne nach Paris kommen, ich hätte dann einen Barbecue genommen. Die haben die geilen Outfits gehabt. Ja. Und zwar mega oft. Das war ja auch der, wie heißt der? It's Friday, der Mufasa. Ja. Ja. Weißt du, mit dem Oberteil, ja. Und dann aber die kurzen Shorts dazu. Im gleichen Muster und ja. So, oder? Von denen hat es viel gehabt. Und das Geile ist ja gesehen, das hat er auch noch erzählt. Dann laufe ich da irgendwie eine Stunde durch das Quartier und irgendwann gehe ich mal so links und gehe nochmal links. Und dann bin ich so ein bisschen wie in einem anderen Quartier, dann sehe ich alle auch noch mit diesen Outfits, aber dann sind so Hipster gesehen. Okay, ja. Okay, stimmt. Die hatten so lange Haare und Schnauze gehabt. So, sind die Hipster Afrika. Wie heißt es? Bubu, Chitenge und so. je nachdem wo in Afrika. Ich bin dann nachgelesen. Wie heißen die Outfits, ja. Oh nein, oh Mann. Du hast wirklich, ich hätte gerne noch so einen Barbecue-Knopf auf die Straße. Das wäre so geil gewesen mit dir. So Maiskölbe und irgendwie ein Köh, keine Ahnung, was ich heiße. Nein, ich hätte im Fall, es ist wirklich so, wenn du einen Kollegen mitnimmst oder so, oder vor allem wenn die Person anders aussieht, du wirst bekocht und du musst fast alles essen dann. Du weißt zum Beispiel, du bekommst alles über.
Du bekommst Lahm über. Ich weiß nicht, ob ich Schwanz hat will essen. Nein, das würde ich auch nicht essen. Das würde ich auch nicht essen. Aber gut, wir in der Schweiz sind wir auch zum Teil. Gell? Ich habe mal ein Silvester-Essen gehabt, im Theater, wo ich gespielt habe. Ja. Im Hauptstheater damals. Jetzt gesagt, ja, nach dem Spielen gibt es noch schön Essen. Und zwar irgendwie Schäufele und keine Ahnung, was alles. Und dann esse ich das eine und dann denke ich, das hat so eine komische Textur. Das ist die Zunge gesehen. Ja. Das ist es fein? Es ist nicht schlecht. Es ist so wie so eine saftige Schinken. Aber ja, ich habe dann auch so gedacht, ah, gut, weiss ich es erst jetzt. Nein, es gibt, ich find, es gibt Sachen, die man einfach nicht so essen, finde ich. In einer Reihe? Wie findest du in einer Reihe? Nein, auch nicht. Also, ich habe gerne Leberli habe ich gern. Ja, ist gern. Mm. Ich weiß auch nicht. Nein, das war nie etwas für mich. Es schmeckt mir zu krass nach Innereien. Ja. Weißt du, ich meine, ich weiß dann so. Und wild? Auch nicht. Hast du auch nicht gern? Nein, nicht so. Nicht so. Nein. Meine Mama, ihre Freundin, hat es mega gern. Ja. Yeah. Dann lässt uns immer einmal im Jahr extra nach Deutschland. An der Grenze der Schweiz ist so ein Stübeli. Extra ja, für den halben Preis. Für den halben Preis. Ich bin ein Schwedentyp, ich bin so geizig, Mann. Ohne Scheiß. Hey, schau das eh nicht, Mann. Nein, das ist aber schon ein geizig. Typ, Mann. Es ist wie wenn er irgendwelche Saisonkarten von irgendwelchen Restaurants hat in Deutschland. Und immer so an einer Woche findet er so: Ja, hey, können wir mal zusammen essen? Sag ich, können wir nicht mal in die Schweiz gehen? Sonst, nein, komm, ich kenne ein cooles Restaurant. Und du denkst immer, er hat etwas mega geiles entdeckt. Einer ist mir wirklich nach Deutschland gefahren, auf so einem Hügel. Irgendwie hat eineinhalb, zwei Stunden, gell? Fall rauf. Es hat Tiere und alles gehabt. Irgend so ein verlassenes Schloss. Mhm. Und wir denken so, geil, weißt du, mal etwas anderes. Laufen wir umeinander, hocken wir in dem Rest rein. Und dann bestellt er wild und dann sehe ich halben Preis und denke, Alter, du hast es extra eingeladen. Nur zum halben Preis essen. Ich bin nicht interessiert, was die anderen essen. Hauptsache, er isst halben Preis. Nice. Aber ich staune auch immer, weißt, ich wohne ja wirklich 5 Minuten von der deutschen Grenze. Ja. Und dann gehe ich ab und zu im Deutschen einkaufen. Ja. Und zwar aber wirklich. Ich kaufe hauptsächlich Zeugs, die man nicht in der Schweiz kriegt. Ja, es gibt, das macht auch Sinn. Es gibt die eine, die, boah, ich habe sie jetzt mitgenommen. Was denn? Oh, haben wir die gegessen, das ist so geil gewesen. Es gibt von Blockhaus, von dem Restaurant, gibt es eine Kräuterbutter. Ah, oh, was? Das kaufen? Oh mein Gott, okay, die ist insane, okay. Geil. Okay. So, also weißt du, aber dann kaufe ich so Zeugs, oder? Und ich mache auch nie das mit dem Ausfahrschein, keine Ahnung was. Ja, mit der wo du irgendwie die Steuer zurückholst. Ja. Aber dann bin ich irgendwie bei einem von diesen Läden und dann schaust du mal auf den Parkplatz. Nur Schweizer. Ja, aber vor allem von wo? Dann ist wirklich so Solothurn, Luzern, Jura, Aargau, Zürich und du bist wirklich so Bern? Dann denkst du so, wieso fahren die? Oh, von Bern? Yeah, dude. Okay. Aber den kaufst du eh für den... Genau, geil, das geht nicht. Kannst du nicht bestellen in der Schweiz? Nein. Nee? Nein, aber ich bring dir mal eine. Sehr gern. Ja. Die werden auch, das ist ja keine Werbung. Ich meine, was bringt es denen, dass ich das erwarte? Ja, das stimmt. Blockhausbutter. Aber eben so Zeugs. Also okay. es gibt auch so eine Dr. Pop Eiersalat. Ist der oh geil. Oh Gott, du hast extra Salat? Ey, das könnt ihr jetzt nicht. Das ist wirklich so wie ein Eier-Tartar. Das ist richtig geil. Ich habe fast seit ich mal müssen kotzen wegen Salat, also gekauften. Ja. Den Fett? Nein, nie mehr. Ah ja? Nein. Nie. Oh, ich könnte nicht. Jetzt ist auf keinen Salat mehr. Nein, voll, jetzt kein Salat mehr. Oder so wie meine Mom ihre Freundin würde sagen, er isst kein Salat. Und dann frage ich mich, sag ich immer so, hey, es wäre viel gesünder. Also weißt du, musst immer Fleisch essen. Einfach ein bisschen weniger. Und dann sagt er, schau, die Kuh isst Gras, oder? Und ich isst Kuh. Theoretisch isst sie auch zu einem gewissen Grad. Das ist nicht wirklich. Aber die Kuh, die er in einem deutschen Restaurant für den halben Preis isst, die hat kein Salat, kein Gras, kein Grashalm in ihrem Leben gesehen. Ich weiß auch nicht. Die hat irgendeine Betonwand gesehen.
nein. Und die hat sich in ihrem Leben nie können drehen, weil auf links und rechts schon eine andere Kuh. Nein, eigentlich ist das mega traurig. Eben drum, da muss man schon ein bisschen schauen. Nein, wirklich. Weißt, ich verstand die Leute, die im Moment, wo alles so viel teurer wurde, ist, dass du sagst, hey, es kommt günstiger, wenn ich nach Deutschland gehe kaufen. Ja. Yeah. Gehe einkaufen. Aber so Leute wie er ist so, come on, dude. Das ist so Oldschool-Mentalität und ich spare überall, wo ich kann. So, you have, come on. Aber ladet du denn ein beim Essen? Ah, ja, das schon. Aber dann ist das ein bisschen wie, ich will jetzt nicht sagen, wahr, aber es ist auch ein Comedian, der wahnsinnig sparsam ist. Ja. Aber er ist nicht gitzig. Er ist sehr grosszügig aber gegenüber anderen selber. Leuten. Ja, genau. Aber er ist so sparsam. Ja, genau, er rechnet sich alles aus. Ja. Und danach denke ich so, eben zum Beispiel habe ich mal bei dem Eier gesehen, wo ich so gefunden habe, du, weiß nicht, ob der die Eier will. Also weißt du, nach denen zwei Sturz. Das Eigelb ist die gleiche Farbe wie das Eiweiß. Weißt du so? Das ist so. Ja, will das nicht essen. Nein, es geht nicht. Aber ach. Aber zurück zu Paris, hast du nachher nicht, wenn du dann gegangen bist und all die Pflanzen im Wasser gegeben hast, dein Feedback gegeben? So, das geht schon nicht. Airbnb vermieten. Und er also, hat sich darum kümmern. Ich bin so konfrontationsscheuch. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach kein Feedback geben. Kein Feedback geben? Nein, einfach nicht. Ich habe dem noch geschrieben, so übrigens, ich habe das gemacht, das und so. Und also, danke vielmals, war mega toll, wenn du noch Feedback da lässt bei Airbnb und so. Und dann habe ich gefunden, ich mache es einfach nicht. So, ich mache lieber auf keins. Ja. Ich finde das schon geil. Hey Charlie, geh nach Paris, geh schreiben. Wenn's die in Mailand, dann hat mich aber jetzt genervt. Also das ist schon... Hat mich aber jetzt genervt. Das ist schon... Boyan und ich fahren so an und irgendwie, es hat geheißen, es gibt irgendwie private Parkplätze oder keine Ahnung was. Eben, und ich bin im Autofahren und sage so, schreib der noch schnell irgendwie, wo ist genau der Parkplatz, oder? Einfach nicht mehr geschrieben. Du bist schon dort? Am Samstag am Mittag. Oha. Es hat einen grossen Parkplatz vor dem Haus. Wir so, ja, da haben wir gesehen. Das ist alles aber voll das gesehen. Ist nicht privat. Und dann so, wie ist die erste Nacht gesehen? So, ich sag dir sicher nicht, wie die erste Nacht gesehen ist. Nein. Abgesehen davon, das ist scheiße gesehen. Hey, die Dusche ist schon eh schwere schäbig gewesen. Nein, sorry. Ehrlich, du bist ab mein WC ist so nah an die Wand gewesen. Wenn du abgehockt bist, sind deine Knie an die Wand hergekommen. Du musst entweder mit gespreizten Beinen sitzen oder eben links. Oder, bist du schon mal aufs WC so gekommen, weißt, wie unbequem das ist? So mit künstlich gespreizten Beinen. Aber es hat einen zweiten. Ja, aber der ist auch... Zum Wasserspülen hast du einen Hahn gehabt, der immer geklemmt hat. Du musst es aufdrehen. Und wenn du es geschafft hast, sind etwa 50 Liter Wasser aufs Mal gekommen. Du musst gerade wieder abdrehen. Ey, nein! Oh, was du alles erlebt hast, ist das so mit Airbnbs. Nein, das ist zu viel. Hey. Das ist zu geil. Vor allem Airbnb, gell? Ich habe mir früher habe ich mega Freude gehabt Airbnb und jetzt bin ich immer wie weniger. Ich auch. Es gibt, vor allem, es ist ja jetzt ein Business, dass du halt wirklich so Buden hast, die nur für Airbnb sind, genau, ja. Oder? Das ja. Ist irgendwie in Barcelona ist ein riesen Problem gesehen, weil auf so riesen Firmen. In Portugal, ja. Haben einfach die ganze Innenstadt haben sie einfach ja, ist nur leer gekauft ja. Und ist einfach wirklich nur für Vermietung, oder? Ja. Und dann hast du irgendwie noch so Zeugs wie in den USA hat irgendwie eine überall Kameras gehabt, aber auch im Schlafzimmer und im Bad und so. Oh. Ja, eben. Im Airbnb? Yes. Yes. Darf ich das? Nein, natürlich nicht. Oh, scheiße, den ist angeklagt worden, logisch. Ja, das haben sie jetzt, glaube ich, gemacht, bin mir nicht sicher. Okay. Und ja, darum, ich bin immer weniger Fan von Airbnb. Nein, ich bin auch weniger Fan, weil zum Teil geben sich Leute weniger Mühe. Und du merkst von Land zu Land, wie gewisse Sachen, die Standard sind, einfach in einem anderen Land nicht Standard sind. Ja. Yeah. Wie zum Beispiel in der Schweiz, wenn du in ein Airbnb gehst. Jetzt kommt der Schweizer. Nein! Ich sage zum Beispiel, es sind einfach Tücher zum Beispiel zum Baden und WC-Papier. Ja. Yeah. In Kroatien
in gewisse Airbnbs zum Beispiel, habe ich immer müssen WC-Papier vorher kaufen. Weil es einfach kein Gag hat. Ah gut, das habe ich gesagt, in Paris, gell? Hat's gehabt. In Paris, hat's genau. Es hat eine angebrauchte Rolle im Ding gehabt. Die sind ja wirklich, ich habe das Gefühl, die sind eine Stunde vorher gegangen. Der Abfall ist so halb voll gewesen und einfach so eine Rolle ist schon angebraucht. Und dann hat es noch zwei Rollen gehabt. Und ich denke so, 10 Tage, ich habe eine faszinierende Verdauung. Ich glaube nicht, dass 2 Rollen lang. Ich gebe dem sicher nicht die Genugtuung, dass ich so einen Riesenpack WC-Papier kaufe. Da kann ich immer 40 Toilettenpapier selber noch dabei, oder? Dann von der Liebe brauche ich das auf. Anstatt ich das neben WC-Papier zu haben. Und auch, Geschirrspiel-Tabs, gell? Ja. Hat's in so einer Schale hat es 4 gehabt. Oh nein! Und dann habe ich so gedacht, ich kaufe dir sicher nicht neue Geschirrspiel-Tabs. Du warst Hausabwart in dieser Wohnung. Das, und dann habe ich die ganze Wohnung durchsucht und dann habe ich irgendwann hinter der Waschmaschine, also hinter der Waschmaschine, ja. habe ich noch das Pack gefunden mit den Tabs. Und ich so, yeah. Haben sie das versteckt? Ja, natürlich. Ah, nur damit du neue kaufst? Oh, das ist schon ja, geil. Ja, neue kaufst, einfach so, hey, look, so viel kannst du nehmen. Und sonst musst du selber schauen. Oh, und sonst musst du selber schauen. Und Olivenöl hat es irgendwie noch so viel gehabt. Dann habe ich das gebraucht, dann habe ich neues gekauft. Dann habe ich gedacht, fuck it. Ja, komm, halt. Ja. Wow. Aber bist du überhaupt dazu gekommen zum Schreiben, groß? Ja, aber du kennst meinen Prozess. Also ja. Schreiben, ich habe es dir ja dort erzählt, ich habe irgendwie alles an potenziellen Sachen habe ich mal ins File da. Ja. Und mit 3 Jahren kein neues Programm, habe ich jetzt so unglaublich viel, dass es einfach überfordernd ist. Eben darum bin ich dann auch in Mailand, bin ich einfach noch schnell heim. Bist du 2 Stunden schnell raussortieren? Einfach immer wieder, ich muss einfach die ganze Zeit das Zeug anschauen. Und dann bist du so... Es ist so viel. Ich meine, gestern habe ich in der Stube 7,5 Minuten habe ich gespielt. Sie haben gesagt, 8 kannst du machen. Und dann habe ich wirklich das eine fertig gehabt. Und dann gefunden, ja, die halbe Minute bringt jetzt auch nichts. Okay. Und ja, von diesen 7 Minuten weiß ich so 3, 4, wie die wirklich brauchen können. 2 sind jetzt schon easy. So, oder? Okay. Und dann denke ich so, wenn und wie will ich das jetzt alles überhaupt noch testen? Weißt? Das ist, stimmt. Das ist so viel. Also nur zum sagen, die Premiere ist in einem Monat. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Ja. Yeah. Ein Monat, eine Woche. 2. Ich glaube 6 Wochen. 6 Wochen? Aber in 2 Wochen ist das erste Tryout. Aber darum, ich glaube, ich würde jedes Tryout würde ich einfach komplett anderes Material spielen, damit ich einfach mal alles durchgewälzt habe. Ja. Und dann das Beste von der Besten dann. Genau. Durch den Zahn. Nein, das packst du schon, Mann. Packst schon. Und ich habe wirklich das Gefühl, Paris hätte sicher mal gut da. Dass du mal gespielt hast, wie es ist. Nein, mal, ich würde. Hast du nicht so das Gefühl gehabt? Ich finde schon. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Aha, jo, jetzt, das ist ein Nachmittag gewesen. Nein, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich habe schon mehr rausgeholt aus so Schreib. Ja, das glaube ich. Schreib Programm Schaffferien. Aber ich glaube, irgendetwas wird sich ergeben. Du hast irgendeine Story vielleicht vergessen. Ja, nein, eben, das Airbnb-Zeug, das kommt schon jetzt etwas zusammen, ja. Aber man muss ja jeden Tag Wasser geben. Nein, nicht jeden, aber alle 4. So. Gehst du in Ferien, musst du in seine Wohnung. 3 Viertelstunden. 3 Viertelstunden ist es gegangen, um allen Pflanzen Wasser zu geben. Das ist nur Pflanzen. Leck du mir, hey. Und dann so, pass auf, dass nicht irgendwie noch das Wasser aufs Holz geht und so. Verantwortung. Oh, Mann. Und dann schreibt er wieder, hey, heute ist ein guter Tag, um die Pflanzen zu gießen. Hätte so, geschrieben? Ja, ich so, okay, so. Ich habe es vorgestern gemacht. Oh danke. Nein, das geht gar nicht. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Also es geht schon, aber es geht nicht, dass der Gast dann so viel muss machen in der Ferien, finde ich. Das ist schon... Ich habe es auch ein bisschen weird gefunden, aber... Hey, jetzt ist es so. Das nächste Mal gehe ich wieder auf Amsterdam in ein Hotel. Dann fühle ich mich wohl. Dann ist alles gut. Ja. Das muss auch kein gutes Hotel sein. Ja. Das letzte Mal bin ich in einem gesehen, das heisst The Backstage. Und das ist wirklich gerade hinter dem Paradiso, was ein geiler Club ist und Konzertlocation. Ja. Und
alle, die dort auftreten, werden dort rein. Und es ist wirklich, es ist super. Aha, deswegen heisst Backstage. Ja, es ist super cheesy, weil es ist alles so auf Yeah, so, es ist wie eine Backstage eingerichtet. So eine, überall hat es irgendwie, es hat einen Plattenspieler, was geil ist. Okay. Und es hat hier alle die, weißt du, die Loading-Boxes, die sie immer haben. Das ist dann irgendwie so, das eine ist Nachttisch, ist eine Loading-Box und weißt du. Ah, okay. Da. Ah, like the Backstage. Siehst du, das ist so, yeah, voll, wir sind so eine coole Rockshow. Aber es sieht noch cool aus. Und, eben, und es ist nicht so teuer und es ist super basic von der Einrichtung. Da, schau mal, Achtung, geh nochmal bis oben. Jetzt die oberste Reihe rechts. Ich glaube sogar, das ist mein Zimmer gesehen. Dort rechts mit der zweiten. Weiter rechts. Und jetzt noch eins runter. Taste. Yes. Ah, ist nicht mega eingegangen. Genau so hat mein Zimmer ausgesehen. Ist nicht mega klein? Doch. But it's okay. It's okay. Oh, ist schon mega klein. Ja. Belang. Es hat aber noch auf der anderen Seite ein kleines Tischchen gehabt. Okay. Und dann, das langt mir. Dann bin ich eigentlich happy. Und jetzt gehe ich in so ein fettes Airbnb mit 130 Pflanzen. Und merke so... Oh, die Verzweiflung. Nein, das Telefonat war schon mega cool gewesen. Ah, nein, das ist grandios. Ich habe nicht wirklich so lange müssen lachen. Also vor allem, wie du es erzählt hast. Die kommen ja und die sind am Brötchen auf der Straße. Und ich so, ja, das ist völlig normal. Ich so, okay, sicher nicht. Gange Babi, und dann kommt einer, fragt mich. Ich sage sicher nicht. Ich bin auf der Stunde gesehen. Er fragt mich. Immer wenn du so Geschichte aufzählst, stöhnt es, als wäre ich super racist. Als wäre ich so ein alter Wisse. So, und dann haben sie grilliert auf der Straße. Das geht ja gar nicht. Dann ist mir für Koks gefragt. So, nein, er hat ihn gefragt, ob du hast oder nicht. Ich bin fasziniert gewesen, aber... Nein, das ist wirklich wahr, aber es hat so geil getönt. Nein, so geil. Nicht? Nachher gehst du nach Holland, okay. Ich muss... Ja, jetzt mal schauen. Ich habe noch eine Woche vor der Premiere... Noch frei. Wo ich mal extra frei gehalten habe. Ja. Und was ich mir überlegt habe, ist, weil ich jetzt zwei... Tryouts sehr noch zusammen haben und dann nochmal zwei Tryouts sehr noch zusammen haben. Vielleicht dann ich noch irgendetwas Kleines organisieren auf Ende von dieser Trip. Von dieser Woche. Okay. Nein, wäre sicher nicht schlecht. Vor der Premiere. Dass ich das wirklich so als Tune-Up-Show nehme, wo ich sage, so sollte es dann an der Premiere sein. Ja. Hey, the more the merrier. Ich finde, du machst sicher nichts falsch. Momentan bin ich so ein bisschen an dem Moment studieren. Nein, ich finde es nicht schlecht. Weil was habe ich, irgendwie 5. und 6. Oktober und dann ist die Premiere am 18. Das heisst, ich hatte gerade in der Woche danach hatte ich noch das Fenster, wo ich noch ein bisschen weg könnte. Ich meine, beim letzten bin ich auch noch für 3 Tage auf Freiburg, weil ich gefunden habe, es ist noch. Da habe ich ein Motel One genommen und dann bin ich einfach, dort habe ich wirklich 16 Stunden am Tag. Bin ich einfach dort gesessen und habe alle Tryout-Sets durchgelost und habe einfach alles nochmal okay, da habe ich es ein bisschen anders gesagt, da habe ich es ein bisschen so gesagt, da könnte ich das. So. Das finde ich mega krass. Ich glaube, das müsste man mal den Leuten mal zeigen, dass Comedy nicht nur auf die Bühne stehen und schreiben, dass es wirklich eine Wissenschaft ist. Dass du auch musst irgendwie darauf achten, okay, wie viel Tempo muss ich da haben? Ja, muss ich bremsen, sonst sind sie müde. Also es ist auch wie ein Marathon irgendwie. Ja, und vor allem bei einem Solo. Ich denke immer, bei einem Solo, das ist so etwas anderes. Wenn du jetzt schaust, wie Amis oder Deutsche, wie denen ihre Specials sind. Das ist ja dann eben meistens auf so Netflix-Special, Stunde 10 oder was auch immer. Das sind ja eigentlich einfach Chunks aneinandergereiht. Ja. So, oder? Und das kommt ja davon, dass der halt irgendwie bei Open Mics, das ist immer so 5 Minuten. Ja, genau. Das heißt, du kannst immer so, du hast so tighte 5 Minuten, irgendetwas so, vielleicht hängt das ein bisschen zusammen, aber du hast so kurzes Snap-Zeugs. Genau, aber wenn du das einfach dann alles in ein Programm tust, ja, das geht nicht. Das verhebt ja dann noch nie. So. Die Leute werden müde zu früh. Und der Solo ist dann für mich mehr so ein Film, wo ich ein Film besteht ja nicht aus 20 Sketch, nein. Sondern ein Film besteht aus irgendeinem... Der Anfang genau, und jetzt, Vorstellung. Ein bisschen Storytelling. Storytelling, genau. Und Dramaturgie. Aber es ist noch geil, weil zum Beispiel es gibt einen Podcast, den ich jetzt gehört habe, mit dem Mark Normand und einem, wo sie, das haben sie jetzt 3-mal gemacht, so alle Jahre treffen sie sich. Und bereden wirklich potenzielles Material.
Und dort sagt der Mark Normand halt wirklich, wenn er sagt, eben die Leute haben immer das Gefühl, schreiben heisst, ich sitze an und ich schreibe jetzt. Ja. Aber schreiben ist ja einfach eben drüber reden. Der auf Prozess. Der Bühne drüber reden und einfach immer dran rumstudieren und irgendwie meistens ja kurz vor dem Auftritt bist du irgendwie noch, ah, okay, das Bit, ich habe es jetzt irgendwie 3-4 Mal probiert und irgendwie, ah, mir fehlt noch ein Schluss und du studierst jemand am Schluss oder weißt du, irgendwie so. Ja. Und dann auf einmal, entweder auf der Bühne oder gerade bevor du auf die Bühne gehst, denkst du, hey, ich probiere das mal. Und dann, oh, das ist es. Oder nein, das ist nicht gesehen. Okay, ich muss nochmal. Und dort siehst du so ein bisschen, wie sie wirklich, der Mark Normand hat seine fucking Notizen und sagt so, ich bin an dem Moment, wo studieren irgendwie. Ich habe das Gefühl, das könnte ein guter Vergleich sein. Und das sagt im Podcast hin und dann, und sie reden einfach drüber. Genau, und der andere gibt dann so Inputs. Und wie sie es alle Jahre machen, ist dann wirklich so, das eine ist, sind sie Special gekommen. Ah, sieht man das nachher, was sie... Und danach zeigen sie wirklich... das ist mega interessant. Okay. Und dort siehst du mal ein bisschen den Prozess von Näherem. Okay. Wo dann wirklich zeigt, eben, wie viel auch dahinter Arbeit ist. Wie du auf die Witze dann kommst, ja. Nein, ich möchte sagen, immer wieder, es ist, ich habe jetzt neue Sachen eben auch geschrieben und ich merke von Gruppe zu Gruppe, es ist wirklich eine Wissenschaft. Yeah. Ich kann zum Teil nicht erklären, warum gewisse Gruppen die Zwischenjokes, einfach Zwischenkommentare, lustig finden, wo sie eigentlich nur für mich sind. Mhm. Und andere Orte kommen es nicht raus. Oder sogar das Management, wo ich finde es nicht lustig. Bis in dem heutigen Tag, so der Capri-Sonne-Joke, wo ich sage, meine Cousins haben an dem Tag für Capri-Sonne getrunken. Yeah. Er checkt es nicht. Er sagt ihm, ich check nicht, warum Leute lachen. weißt du, wenn Kind mir ein Wasser machen, etwas Dummes, wenn man Alkohol trinkt, Kind sagt, Capri-Sonne, also ich komme immer noch nicht aus. Das ist mega cool zum Sehen. Yeah. Und ich finde es auch cool, dass es jetzt einen Podcast gibt, wo du das kannst. Okay. Ja, das ist wirklich noch geil. Ich finde eine gute Vorstellung. Aber eben, dort ist zum Beispiel, mein Mark Norman ist ja wirklich so ein absoluter Joke-Writer, oder? Wo wirklich einfach so. Ah, das müssen wir jetzt auch machen für dein Programm. Hast du Jokes, die wir jetzt besprechen können, wo du findest sie nicht. Was? Soll das sagen? Oh. Soll das sagen, was Junge studiert? Okay, ja, gern. Jetzt synchronisieren. Liebe Leute, ihr müsst wissen, Komiker würde euch niemals seine Witze im Voraus erzählen oder irgendwo erwähnen. Wenn du schon das macht, das ist nur Liebe für euch. Nur das Liebe, nur das Liebe. Also, warte, ich überlege mal. Ich muss mal schauen, was ich da habe. Okay, etwas, das habe ich noch nie getestet. Okay. Das habe ich noch nie getestet. Und ich habe es mal gestern auf der Liste gehabt, aber ich habe keine Zeit mehr gehabt. Es ist jetzt eine News rausgekommen, dass zwei Namen letztes Jahr in der Schweiz nicht gegeben worden sind. Wie nennt man das? Nicht gebraucht worden sind. Zwei Namen hat kein einziges Kind gekriegt. Okay. Ja? Und zwar Katrin und Fritz. Okay, ja. Kein Kind aus dem 2022 heisst Katrin oder Fritz. So. Gut, Fritz verstehe ich ja. Nein! Was ich mir notiert habe, ist, dass ich Katrin verstand. Weil, was? Ja, Katrin ist so Karen von der Schweiz. Oh shit, okay, ja, das stimmt aber. Ich kann mir richtig vorstellen, da habe ich eben überlegt, dass ich alles so Karen-Sachen könnte. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie irgendwie so eine Katrin in irgendeinem Ort Fischbach-Gösslikon. Ja. Dass die den Bullen anläutet, weil eine Person of Color jetzt zwei Häuser nebenan eingezogen ist und sie sich bedroht fühlt. Ja. Er hat den falschen Schlüssel. Er kommt nicht rein, ich glaube, er bricht rein. Ja, Frau Katrin. Ja gut, ja, das stimmt schon gerade. Aber schau. Aber Fritz finde ich das shit. Ach gut, Fritz verbinde ich immer mit meinem Killen, weiß auch nicht mal. Nein, ich finde aber, Fritz ist, weil das ist dann der andere Gedanke, das war wieder ein neues Bit, wo ich aber eben will, wie zusammen tun. Okay. Das ist der andere Gedanke, dass ich sage, es gibt gewisse Namen, wo in der Schweiz in jedem Dialekt gehen und andere nicht. Und Fritz ist so einer, der geht in jedem Dialekt. In jedem? Natürlich. Ja. Fritz? Du kannst den Walliser nehmen, das ist der Fritz, oder? Und ich sage Fritz, du sagst Fritz, alle sagen Fritz. Ja. So. Aber es gibt Namen, eben, schon noch Katrin, denkst du dann so, ja, weißt du, Katrin. Das ist schon schwierig, in oder? In Bern, in Mekatu. Oder weißt du, oder ich denke dann so, alles mit A in der Ostschweiz, oder? Damiano! Das heißt,
das ist so weit weg vom ursprünglichen Gedanken von dem Namen, oder? Oder weißt du, was mir aufgefallen hat? Dass Berner immer ein Ü für Spitznamen in der Mende. Aha, ja, alles Mögliche. Ja. Patrick, Padu. Du Padu? Padu. Ja, Padu. Tom. Ja, das habe ich ja mal gemacht, wo wir im Käfigturm, wo wir die Stand-Up-Tour gehabt haben. Ah, dort, wo du so irgendwie 7 Minuten Crowdwork gemacht hast, den Auftritt. Oh, ich und dort ist es eben auch okay. Mit den Namen gesehen. Okay. Aber das ist eben das ist so bandspezifisches Material. Aber dort habe ich dann gesagt, das Geile ist, mein Name zum Beispiel ist ja nicht einmal kürzer in der Abkürzung von Bern. Weil ich heiße Joel. Ja. Geht recht schnell, oder? Es sind nicht mal wirklich zwei Silben, es ist einfach so Joel. Ja. Und dort ist es Schöku. Es geht ja länger, oder? Oder du warst Charles. Charles ist fucking... Charlo. Ja, der Charlo. Der Charlo. Der Charlo. Nein, das geht nicht. Bitte, nein. Nicht, dass ich den Kommentar reinschreibe oder so. Oder irgendwie noch besser, weil ich so, der Charlo. Ja, Charlo, ja. Das R geht weg, das ist der Charlo. Ja, der Charlo, ja, der Charlo. Also ich finde schon mit Katrin, das stimmt schon, dass schon Karen von... Obwohl Manuela... Wäre auch so eine Karen Name. Ja, aber das ist halt getauft worden. Okay, na warte. Samantha. Nein, ich will ja keine anderen Namen. Nein, aber ne Katrin, nein, finde ich. Finde ich schon. Da zum Beispiel, das haben wir aufgeschrieben. Jetzt sind alle in der Familie geimpft, außer Katrin. Ah, es gibt sich schon eine. Ja, stimmt, das ist mir gut. Okay. Katrin ist nicht. Ja. Aber sie braucht dann auch so einen Catherine-Nachnamen. Ja, ich habe mir noch überlegt, wegen Fritz, ich würde ja keine Kinder haben, aber wenn ich einen Sohn hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich Fritz. Nein, komm, hör auf, nein. Fritz von Mutzenbecher, weißt du, wie geil, Alter. Doch, und dann so coole zweite Namen, weißt du, Fritz, Keanu, Timian. Aber Keanu mit IA. Ja, Keanu. Keanu. Und ein von meinen Lieblingsnamen momentan ist. Das heißt einfach geil. Ein von meinen Lieblingsnamen ist Timian. Das finde ich jetzt einen geilen Namen. Nein, schön, das kannst du nicht machen. Kann ich machen? Fritz! Also, du findest kein Götti für das Kind. Okay, jetzt habe ich etwas, das ist wirklich completely raw. Okay. So, und das ist auf der Beobachtung, die ich hatte. Okay. Und zwar, es gibt eine App. Ja. Es gibt ja so Schrittezähler, oder? So, ja, Health, bla bla bla. So, und eine App. Die nennt sich Pedometer. Nein! I'm not kidding. Doch. Miss dein Pedo-Level. Der Pedometer? Was ist der Pedo? Also, dann habe ich mir überlegt. Das du hast Ige. Ist so ein bisschen, wie das Lime-Lime-Ding, das ich damals gemacht habe. Das halt irgendwie, dass ich mit irgendjemandem rede, wo der Pedometer als App hat, weißt du? Aber ich habe es noch nie ausgedacht. Das heisst, das ist jetzt eben raw. Aber was ist der Pedometer? Das ist ein Schrittezähler. Ja, aber logischerweise. So, jetzt geht doch nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Also, und jetzt habe ich mir halt überlegt, da könntest du natürlich ein super geiles Vergleichsding die ganze Zeit machen. Weißt du, wie so, irgendwie. Ja, ah, mein Pedometer, ne? Mein Pedometer ist am Abgehen, weißt du, wirklich. Ich habe ein neues Level erreicht auf meinem Pedometer. Und dann hat halt die andere Person irgendwie... Ich habe einen neuen Park gefunden, weißt du? Ja, genau. Ja, weißt du, dort bei der Schule. Vorher war ich beim Kindergarten, aber... Weißt du, mein Morgenspaziergang, wo ich an der Schule vorbeilaufe, oder? Das gibt meinem Pedometer gerade wieder, wieder ein neues Level. So, und irgendwie studieren dem rum. Weil ich meine, bei den Amis müssen ja irgendwie Pedos müssen sich ja einschreiben lassen. Ah ja, stimmt. Die müssen ja irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ja, aber die sind ja dann registered, oder? Ich weiß nicht, wie funktioniert das, dass du dann irgendwie Fähnchen draussen hast? So, hallo, hier wohnt ein Pedo. Stufe 3. Also, das ist jetzt raw. Aber geil. Jo, aber was mache ich damit? Das ist gut, weißt du was? Nein, weißt du, was ist es denn? Hm? Liebe Leute, musst du den Leuten sagen in den Comments, ob es ihnen den gefällt? Könnt ihr den drunter schreiben. Also, ja. Genau, ja, es gibt jetzt, jetzt auch bei Spotify eine Kommentarfunktion. Das ist aber geil. Eben, Leute schreiben, hey, falls ihr die zwei
neue Raw-Jokes gefunden, gut gefunden, sagt mir schon. Also, jetzt habe ich noch etwas zum Wegwerfen. Das wird nicht reinkommen, aber es ist auch eine Beobachtung. Aber erzähl es. Nämlich Boygroups früher, ne? Ja. Ja. Ist meine Beobachtung. Die Fans, du hast eine Boygroup gehabt, damit man von irgendjemandem von denen kann Fan sein, oder? Ja. Und darum hast du ja so verschiedene Typen gehabt, oder? Und meine Behauptung ist, die Frauen, die damals so auf die Boybands gestanden sind und auf die einzelnen Typen, die sind nicht auf da gestanden, wo sie am geilsten gefunden haben, sondern da, wo sie das Gefühl haben, er wird am meisten von ihnen gebraucht. So, weißt du? Oh, okay. Bei Backstreet Boys, oder? Der Nico, oder? Ja, bei Backstreet Boys ist doch irgendwie gehabt, so, zum Beispiel der Brian, ist der jetzt sogar öffentlich schwul? Irgendein von denen ist dann schwul geworden. Oder hast du schon immer gesehen. Der Brian ist ein Leadsänger gewesen, gell? Das ist der, der so hoch gesungen hat. Kannst du mir den Brian schon zeigen? Ich kann jetzt nicht mehr. Ist der schwul? Ah ja, der Leadsänger, der Brian. Okay, ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben, dass sich alle Schwulen gefunden haben, der braucht mich. So, weil er ist aber so eine closeted Dude, oder? und so eine 17 Kilo Make-up Selina, der Nick Carter, oder? Ja. Und irgendwie so der AJ, weißt du, das ist so der... Ja, weißt du, der Coole. Ja, yeah, das ist der Coole gesehen, oder? Das weiß ich, das wird nichts. So. Ja, das ist noch schwierig. Dann habe ich halt sehr viele Geschichten, die ich irgendwie einfach mal... Obwohl, warte schnell. Ja. Yeah. Wenn du das aber auf... im Moment ist ja K-Pop ja mega in. Ja. Yeah. Wenn du das irgendwie auf K-Pop könntest übertragen, aber ich weiß nicht, wie viele Leute das in der Schweiz hören. Nein. Vielleicht außer der Frank niemals. Scheiße, der Frank empfiehlt mir auch die ganze Zeit so koreanische Film und Serie. Und da ist immer enttäuscht, dass ich sie noch nicht geschaut habe. Dann sagt er, hast du jetzt das und das geschaut? Und ich so, nein, das ist so gut. Und ich liebe den Frank, aber ich vertraue seinem Geschmack nicht ganz. Weißt du, so Empfehlungen von ihm, bin ich immer so ein bisschen, auch wenn er mir Musik schickt, weißt du, ich höre es schon. Aber ich denke immer so, Kollege, du bist schon dreimal an einem Scooter-Konzert gesehen. Wirklich? Ja. Yeah. Oh wow. Okay, das heisst, ich vertraue dem Musikgeschmack nicht ganz. Aber gut, ich muss sagen, wie ist diese Serie jetzt auf Netflix da, die alle so gerne kennen? Aus Korea. Der Scheißdreck, das Squid Game. Hast du Scheiße gefunden? Also du hast auch Scheiße gefunden. Du hast mir angerufen, wo du so am Schauen gesehen bist. Ich weiß aber, der Anfang, die Idee finde ich gut, die Umsetzung, habe ich einfach gedacht so, es sind so viele Leute da drin. You mean to tell me, you won't, also wenn ihr realisiert, dass ihr umgebracht werdet, werdet ihr einfach die Leute umbringen und abhauen. Und dann eben, gewinnt er mega viel Geld, sorry, Spoiler Alert, eben. Am Schluss gewinnt er und braucht das Geld nicht. Nein, sorry, fick it euch, Mann. Nein, sorry, wo eine Moralgeschichte da. Nimm eine Milliarde und ein Brot. Nein, komm her. Aber ich habe nochmal so eine Serie geschaut aus Korea. Muss yeah. sagen. Nicht so schlecht, ähnlich. Es geht darum, dass der Einzige wie mit seinen Freunden unterwegs ist, geht schlafen, wacht auf und die ganze Stadt ist plötzlich leer. Und nur gewisse Leute dann. Dort sind. Und dann immer alle drei Tage kommt ein Spiel. Wenn du das Spiel nicht spielst, stirbst. Mhm. Wenn du das Spiel spielst, könntest du sterben, aber je länger du überlebst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du kannst überleben kannst, also dass du rauskommst. Du musst einfach drei... Play a game. Du musst einfach drei Monate überleben. Okay. Das ist alles. Ja. Yeah. Und das habe ich im Fall... Also, habe ich noch easy gefunden? Ich bin ja nur vom Ersten. Ich bin ja großer Fan von Hunger Games. Okay, ja. Der Erste ja. ist der Shit. Das stimmt, das haben wir am meisten Mühe gehabt. Der Rest ist dann so. Nachher ist es einfach so, jojo, und sie müssen irgendwie nochmal kämpfen. Und was. Aber das Konzept, die Geschichte vom ersten Hunger Games, ja. dass es einfach so eine übertriebene Reality-Show gibt, ja. wo alle Menschen in so einen dummen Dome geschickt werden, ja. Und einfach, wer am Schluss überlebt, gewinnt.
So. Ja. Und es ist so over the top. Ich meine, der fucking Stanley Tucci mit seinen, was hat er, blaue oder violette Haar. Er ist ja der Host von der Show. Ah, das stimmt. Der spielt so geil. Das stimmt. Und der Film für die, das eben das so quasi postapokalyptische, ich meine, schau nach, er ist so grusig. Es ist so geil. Immer mit seinem und immer wieder stirbt jemand. Du siehst einfach, oh, ist wieder jemand tot. Und was ich gesehen habe auf Netflix, der ist geil gewesen, den hast du, glaube ich, auch geschaut. Der spanische, der Schacht. Der Schacht, oh, der ist aber geil. Geil, der ist geil. Wirklich kann ich das jedem empfehlen, der Schacht. Nein, kann ich aber nicht jedem empfehlen. Findest du? Also du brauchst schon Nerven. Eben, es ist schon ein Film, wo man sagt, du muss man sich überlegen, wenn man da empfiehlt. So. Ja, genau. Also sag mir so, wenn du Nerven hast und du gesellschaftskritische Sachen vertreibst auf einem echt... auf einem grotesken Level. dann ist der Schacht ein super geiler Film. Ja, er hat mich so, eben so ein bisschen an Saw erinnert. Ja, genau. Völlig andere Grund... Ja. Grundlage, Grundvoraussetzung, aber... Ah, der Film ist schon wirklich... Nein, der Schacht ist wirklich... Der Film muss man schauen. Ohne Spoiler oder so, der Schluss habe ich so ein bisschen gefunden, mehr, aber... Ja, stimmt. Aber ja, ist wie egal. Der Schluss ist ein bisschen fragwürdig. Aber ich ist völlig egal. Ich check nicht ganz, was passiert am Schluss. Aber ist egal. Ja. Aber mit Abstand, der weirdeste Film, der ähnlich ist, ist The Circle. Auf Netflix, wenn du den Schacht schaust, willst du dir The Circle vorschlagen? Ja, der hat mich aber nicht so interessiert. Schauen. Nein, der hat mich nicht so interessiert. Es ist so blöd. Das sind die dümmsten 2,5 Stunden von meinem Leben. Ich so etwas Dämliches von noch nie. Weißt du, und nach einer Stunde bist du schon drin. Und dann findest du, ja gut, dann schaust du das Ende. Ich bin so hässig geworden am Ende. Nee, ich habe Filme nicht gerne, die mich hässig machen am Ende. Aber der Ende einfach richtig schlecht ist. Darum habe ich nie Lost geschaut. Weil ich weiß noch. Ja. Nein, ich noch nie. Weil ich weiß noch. Nein, es macht keinen Sinn. Erste Staffel, irgendwie Lost, oh, alle sind auf Inseln und so. Ja. Und ich weiß noch, wenn ich dort in irgendeinem Artikel gelesen habe, die Macher wissen noch nie, wie es endet. Nein. Dann habe ich gewusst, nein. I'm out. Nein, ich schaue nie Erfolg, weil nein. Du musst wissen, wie es aufhört. Und Breaking Bad hat zum Beispiel immer schon gewusst, sie haben immer die Arc gehabt. Sie haben gesagt, dazwischen kann viel passieren, aber... Wir haben gewusst. Breaking Bad hat im Fall... Und Leute würden mich jetzt killen, die es gerne haben, die ersten 3 Staffeln geschaut und nachher... Ja, es ist großartig. Und, was jetzt auch geil war, das würde dir gefallen, wenn du eben so der Schacht und was weiß ich, der Patient ist richtig geil. Patient, okay. Ja, mit dem Steve Carell. The Mine habe ich noch okay gefunden. Nein, ich nicht gesehen. Ist sicher ein Soldat, sein Kollege wird von einer Mine umgebracht und er plötzlich läuft und steht auf etwas. Und dann bleibt er stehen. Und dann bleibt er stehen. Mm. Er hat das Gefühl, siege Mine. Mhm. Oh, was das mit dem psychisch macht, das ist... Ja. Boah, der Film hat mich... Aber der Film, wo mich am meisten, also wo ich wirklich verstört gewesen bin, ist der Ryan Reynolds Buried Alive oder so. Ja. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht, weil es gibt ja ein paar von denen so, es klingt so blöd, so wie Kammerspiel, wo irgendwie... Der Ryan Reynolds lebendig begraben. Ja, und du siehst und nur gewusst, die Sicht. Eben, ja. Ich habe gewusst, da schaue ich nie im Leben. Boah, da schaue ich nie im Leben. Ich habe wirklich lang Klaustrophob. Aber ich habe es geschaut. Aber es gibt ein paar von denen, eben so, wo eigentlich alles ja, am genau, gleichen Ort ist. Oh, Buried, oh mein Gott, Alter. Oh, mein, also das ist ja wie zum Beispiel der mit dem James Franco, wie der heißt, 48 Hours oder irgendwie, wie viel auch immer, wo er im Fels eingeklemmt ist. Ja, genau, ja. Oh, aber das ist nicht im Vergleich zu. Und dann hat es einen gegeben mit dem Tom Hardy, wo er eigentlich nur, der ganze Film ist einfach im Auto und hat telefoniert mit Leuten. Und es passiert, also das ganze Leben crumbled. Okay, nein. Der ist geil. Das ist so ein richtiger 2000er Film, der ist jetzt vom Style her, kannst du da wie nicht mehr schauen, aber er war geil damals. Nee. Phone Booth. Mit dem Colin Farrell. Ja, Colin Farrell, das war cool. Wo er irgendwie kann mich erinnern. Ja, das wo ist er irgendwie so einen Psycho, so eine Psycho am Apparat hat. Ach. Das ist gut. Aber Buried, wirklich, ich warne. Das ist wirklich eine Warnung. Wenn du keine schwachen Nerven hast, würde ich
den Film nicht. Nein, schaue. Den kann ich nicht schauen. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht, ich kann Zeug schauen. Ich bin nicht, also ich habe schon, ich finde schon, dass ich nervig. Aber den Film bin ich wirklich leicht verstört, den weglaufen. Gut, aber was für unsere Generation der verstörendste Film ist eigentlich The Ring. The Ring? Ja. Finch? Ja, da habe ich eigentlich mit 14 gesehen. Ja gut. Mein bester Freund, der Raffi, den du kennengelernt hast an der Hochzeit. An der Hochzeit. Also, er und ich sind irgendwie im Kino schauen. Und Raffi hat dann oben bei mir gepennt. Ja. Und dann hat und ich so einen kleinen Fernseher im Zimmer. Und wir so... Beide am Schauen. Nein, wir so... Hey, ich glaube, wir drehen an die Wand. Wir haben auf dem Bildschirm an die Wand hier. So. Und dann bin ich nochmal schauen mit meinem Vater. Und ich habe noch so ein bisschen gewarnt. Ich so, Achtung, jetzt kommt eine komische Szene. Und weißt du, so. Und, ja. Psch, psch, psch. Und es geht einfach so eine Szene. Ich weiß nicht mal, es ist völlig dumm, aber irgendwie es geht so einen Schrank auf und nachher ist irgendwie so. Ist so ein Ding drin, wo es so zusammenklappt. Irgend so ein Skelett. Ich weiß nicht, was es gesehen ist. Okay. Das scared the shit out of me. Oh, und auf das Mädchen, das so näher kommt, immer so. Ich habe den Exorzist krass gefunden aus The Ring. Yeah. Ja. Janschin, das ist ja Dings. Paranormal Activity. Oh, das! Paranormal Activity, das ist. Okay, das ist geil gemacht. Wirklich geil. Weil du das Gefühl hast, es ist echt. Weil es einfach von diesen Home-Surveillance-Kameras aufgenommen worden ist. Das ist wirklich geil gemacht. Hat's, das hat's ich habe Videos gesehen, wo sie das Publikum zeigen im Kino. Weißt du, wo wirklich auf so, der Kinosaal ist voll und du siehst auf 300 Leute so. Nein, sie hat es gut gemacht. Wirklich sehr. Aber was sehr ich fast schlimmer finde als Horrorfilm, ist so die Pranks, die sie mittlerweile machen, rund um die Horrorfilme. Zum Beispiel, such das mal so, The Conjuring. Oh, der Film ist aber, yo. Irgendwie Conjuring Prank oder so. Dann haben sie, das müssen wir schnell schauen, das ist ganz schlimm. Das ist viel schlimmer als The Ring. Dann haben sie, such mal bei den Videos. Dort haben sie an der Vorpremiere, ja genau, das ist es, glaube ich. Danke, ja, aber jetzt kommt mal. Haben sie bis in einer Vorpremiere, schau mal. Schon nur das, ein Warehouse-Screening, finde ich schon mal so. Mhm. Das ist eh schon die Stimmung, ist schon mal ein bisschen schwieriger, oder? So, dann haben sie irgendwie... Mir sind Interviews gegeben. Okay. Und sie haben einen mega Aufwand betrieben. Oh, die Leute werden. Die sehen die Noten vom Film, gell? Ja, logisch. Ja, plötzlich in dem Spiegel. Ja. Okay. So, ich bin Katrin. Ja. Ich bin Katrin. Ich genauso. So, du bist auf dem so einem Zimmer. Das schafft schon mal nicht so wie, geil, wie oder? Du warst schon zum Spiegel. Mm-mm. Das ist so schlimm. You don't scare black people. Oh, they believe. You sure? Oh my god, stop it! Oh shit! Oh! Oh no! You have to double take, das ist so schlimm. Oh, so gut! Oh, so, das ist eine gute Idee. Also ich weiß nicht, ob ich beim zweiten wird verschrecken. So, und jetzt der letzte ist der beste. Ja. Das ist der beste. Genau. Fucking hell. Er rührt die Flasche. Oh my god. Ah! Oh! volles Gesicht! Oh, volles Gesicht! Are you okay? I love your ass. Oh my god. Der ist gut, oder? Der hat, wenn der Test ums Echt ist. Weißt du, was krass, weißt du, was denke ich im Fall? Wo, wenn so Zeug richtig geil werden, wenn Hologramme so gut werden, dass du nicht erkennst, ob es ein
ob es ein echter Mensch ist oder nicht. Wenn du das würdest machen und nicht berührt eine Flasche, yeah, und die Flasche geht durch die Person, dann? Durchs Hologramm. Okay, dann würde ich, also, ja. Oh mein Gott. Dann würde ich so wie der Typ, es gibt so ein Instagram-Video, wo der ein so schläft und so ein Mädchen von The Ring steht plötzlich in seinem Zimmer. Jo, eben. Und er steht auf so, jo, also es ist ein dummes Video, so, jo, it's a ghost! Von der Cribwalker. Ghost! Yo! Ghost! Das würde ich machen. Ich würde den Geist voll verwirren. Oh mein Gott, hast du das... Nein, du schaust nie das Zeugs auf TikTok an, das ich dir schicke, oder? Ich schaue selten Nachrichten auf TikTok. Ja, eben. Es gibt ein Video. Wo zwei Schwarze gehen sie zu einem Chiropraktiker. Ja. Und jedes Mal, wenn er... Ah, ja, das habe ich gesehen! Immer wenn er etwas knackt, fühlt sie so. Nein, das Video ist geil! Ich sehe so... Das ist so komplett distorted. Ja. Und dann lässt er Cripwalken so... So geil. So geil. Nein, Hologramm. Ich glaube, Hologramm wird the game völlig verändern. In Asien brauchen sie das schon. Für, ja gut, es hat ja irgendwie die ABBA-Konzerte hat's doch gegeben, wo du irgendwie Hologramm gesehen hast. Ah ja? Ja. Yeah. Oder? Sollte, du weißt das besser. Avatar, ja. Die Avatars. Was wird Avatar heißen? Was für ein Dad Joke. Schlechter Joke. Avatar? Dann sind oft so. Nein, wirklich? Dann sind oft so Hologramm von ABBA auftreten. Und die Leute haben keine Ahnung, wie viel Geld zahlt. Wo, aber in der O2 in London. Aber die sehen schon ein bisschen echt aus jetzt von da. Der Avatar. Wow. Also von da, wo ich jetzt sitze, sehen sie nicht so schlecht aus. Ich weiß eben nicht, ob es effektive Aufnahmen gibt von der Show. Hm. Aber ja, irgendwie, sie wollen doch, also sie haben mal Welle oder sie wollen immer noch mit Michael Jackson, wenn sie noch mal eine Tour machen mit seinem Hologramm. Einfach das noch. Shoot me, hit me. Ja. Das ist einfach noch Milk it, bevor ja, die Verhandlungen noch mal. Make them kids rich. Zeig mal. Das sind doch kein Hologramm, das sind Bildschirme. Ja gut, wenn du 7000 Laser vorne dran tust, dann ist es auch... Da liegt schon, Mann. Ja, aber darum, also Hologramm, glaube ich schon, eben, wenn Pranks dann noch mit Hologramm sind, dann bin ich completely out. Ah, nein, weil es gibt so schlimme... Ich habe mehr Angst, eben, ich kann so einen Horrorfilm schauen, ich habe Angst, dass ich irgendwann in meinem Leben zu einem übermäßigen Prank reinkomme. Wie zum Beispiel der, wo sie in einem Lift einfach so den Schacht aufmachen und die Leute runterfallen. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Eben. Ganz ehrlich, das ist nicht lustig. Oder dort auch, wo so ein kleines Horror-Mädchen einfach so, weißt du, irgendwie, sie sind im Lift. Und dann taucht sie einfach auf. Ja, das Licht geht ab und sie geht durch so eine Seitentürli, ist sie oft auf einmal im Lift, weißt du, so Zeugs. Oh, okay, das finde ich, ich habe eh Angst für das Mädchen, weil ich habe das Gefühl, ich will sie angreifen. Ja. Instinktiv. Einfach kicken. Ja, ich würde das erst einfach gerade kicken. So, boom, dann kickst du. Ist einfach so ein kleines Mädchen, Nase gebrochen. Oh nein. Nein, aber dafür gibt es andere Sachen. Wo ich finde, sind gut. Wie eben YouTube-Comments, wo sie dir jetzt können sagen, welchen Witz du kannst brauchen. Ja, es ist ja noch nicht outworked. Das ist ja der Punkt. Aber trotzdem, oder? Ich finde das schon mit der Katrin jetzt, je mehr ich höre, so mehr finde ich es schon mega geil. Ja. Alle Katrins sind mir einfach mega leid. Wir haben eine Katrin bei uns im Geschäft. Das stimmt. Aber sie ist super cool. Also die Katrin ist super cool. Aber die andere Katrin. Ja, du musst sie leben damit. Ja. Es ist ja nicht so, dass man wegen dem persönlich ein paar trifft, oder? Es hat eine, die Katrin Fritz heisst. Nein! Wow. Was macht die? Die schreibt. Wow, was macht Katrin Fritz? Buchautorin. Wow.
sie verkörpert das, was du nicht geil findest und das, was du geil findest. Ich finde einfach alle Männer, die Fritz heißen, irgendwie. Ich kenne keinen Mann, der Fritz heißt, der normal aussieht. Ist das ja, ich kenne einen, ich kenne einen. Der normal aussieht? Ja. Dass ich noch normal ist. Richtig cooler Dude. Okay. Hat noch niemand umgebracht, nicht? Nein. Das ist kein Mörder. So, dann dann könnte man schaffen. Achtung. Ja. Ich habe mir überlegt, so. Micro-Parodie zu machen. Okay. Wo ich so finde, weil ich so viel Material habe, ich habe nicht Zeit, um da riesen lange Parodienummern zu machen. Okay. Sondern ich mache nur so ganz, ganz kurze. Ja. Zum Beispiel der Baschi, heute hat er Geburtstag übrigens. Ah, ja. Hey, gratuliere, ja. Baschi. Irgendwie, weißt, kann man so, ich weiß aber noch nicht, was sie machen, aber dass der Premise checkst, also, der Baschi wartet, bis er bestellen kann. Und er ist einfach so, fertig. Ah. Okay, das ist aber geil. Der hat zum Beispiel bei dir, habe ich mal drin gehabt, weil das war ja eh mal ein anderes Bild gesehen, der Charlie stellt bei der Dusche jetzt kalt ein. Jetzt weiß ich, was kommt. So, fertig. So, dann habe ich gesagt, Rob, aber ich weiß noch nicht, was der Rob soll machen. Zum Beispiel, da kannst du mir jetzt helfen. So, was soll der Rob machen? Weil Rob habe ich geschrieben, Rob etwas. Rob zeigt ein Schweizer Taschenmesser. Ja gut, das ist ein Joke. Das ist effektiv ein Joke von ihm. Okay, Rob, was macht der Rob? Eben. Meine Frau? Was könnte der Rob machen? Das Problem ist, alles beim Rob jetzt schon gegeben. Oh, Scheiße, was könnte der Rob machen? Eben, siehst du. Was könnte Rob Spence machen? Dann habe ich habe mir einfach so ein paar Leute aufgeschrieben, die ich gefunden habe, das war lustig, oder? Aber es ist einfach so, Rob kannst du mit der Stimme. Ja, eben, aber irgendetwas muss ich ja gleich machen. Irgendetwas muss ich mit der Stimme machen. Also weißt du, ich kann ja einfach an der Tankstelle sagen, Nummer 5. Nummer 5, bleib Rob, rein. Rob sagt, wer die Tanksäule das jetzt hat. Das er gebraucht hat. Die Nummer 5. Das ist so dumm. Da, nee, zum Beispiel DJ Bobo. Wie findest du, Achtung, DJ Bobo heißt zuerst August 4 willkommen. Welcome. Hey, schon gut. Ja, der hat sogar das Sollte verrissen. Der hat etwas. Der hat etwas. Nein, ist gut. Das Sollte verrissen. Also gut, Basch ist auch lustig. Basch hat auch gelacht. Ja. Mhm. Da habe ich mir überlegt, jede fucking Super Mario Character, die können auch jetzt machen. Ja. Mario beim Orgasmus. Ja, das habe ich schon gehabt. Da bist du ein Schromo, der wird passen. Auf die Recycling. Schwör, na wieso nicht, der passt ja mega. Woohoo! I'm coming! Sorry, jo, aber das habe ich schon gemacht. Der ist geil, aber scheißegal. Kannst du machen? Oder das. Das langt. Und dann haben wir den Luigi. Den habe ich auch noch. Der Luigi macht was? Oh, ist der Luigi gesehen? Ja, der ist. Und dann gibt es noch den Wario. Den finde ich aber so geil. Der ist der tiefer. So, was haben wir noch? Luigi macht eine Frau. Das wäre geil. Oh. DJ Antoine, irgendetwas mit DJ Antoine muss DJ Antoine muss ja. Machen. DJ Antoine finde ich allgemein einfach ein mega lustiger Typ. Ja. Oh, was macht der? Ich kann ihn nicht nachmachen. Du bist ja, aber weißt, es geht mehr darum, ich brauche einfach so Situationen. Weißt? Ich habe mir überlegt, ob ich mal bei einem Open Mic einfach den Leuten sage, hey, ich sage euch eine Figur und ich muss einfach irgendwie kurz etwas machen. Weißt, so. Okay, ja. Okay. Aber eben, das Ziel ist wirklich, dass das ganz, ganz kurze Dinge sind. Und dann kann man wirklich so 20 durchballern, oder? Ich finde, es geht schon, wenn du 20 gut... Ah, vielleicht sind 20 viel. Ich sage jetzt mal 20. 20, aber ich glaube schon. Also vor allem, Leute, die den Podcast hören, dann kommen sie an die Show. Dann habe ich genau den Baschi und den Bobo. Nein,
und der Rob vielleicht. Ja, ich habe mir überlegt, der Punkt ist, die Leute müssen ja die Figuren kennen, oder? Ja, genau, zum Beispiel, du bist jetzt genug big in the game. Ich weiß nicht, doch. Was ich meine. Weil ich weiß noch, wo wir zusammen auf Tour waren, ist es immer gesehen, wenn ich nach dir auftreten bin und den nachher gemacht habe, dann hat es gekillt. Wenn ich vor dir auftreten bin, weil die Leute den noch nicht gesehen haben und noch nicht gehört haben, hat es nicht funktioniert. Ja, gut, okay, das stimmt. Ja. Jetzt aber. Kannst du probieren? Ich glaube immer noch nicht, aber. Ich glaube jetzt, wenn Leute eine Show von mir schauen können, wissen sie, wer du bist. Ja, ich rede auch sehr viel von dir, das stimmt. Und darum denke ich, eben, der Charlie, wo du schießt, also ja, ich hätte noch ein paar von dir, aber. Das finde ich gut, oh, oder? Kalt. Ein Politiker muss haben. Erik Weber? Habe ich ihm aufgeschrieben, ja. Was macht Erik Weber? Ja, der macht viel. Nein, ich meine, was willst du machen? Ja, eben, das habe ich alles nicht. Ich habe mir wirklich nur so ein paar. Okay. Das ist wirklich, das ist sehr raw. Darum erzählt das ja. Okay. Ich finde, der hat Potenzial. Ja, aber eben, der Antoine muss noch etwas machen. Ja. Ich finde, der Bit und. Was war vorher? Der Bit und Katrin. Katrin, aber du hast noch mal etwas anderes gesagt, was du auch gut gefunden hast. Ja, eben gesagt, nein. Was war nach Katrin? Ich habe es vergessen. Weiter erzählt gerade was sonst? Katrin? Ja, Airbnb, der Hund so, aber nochmal eins. Nein, was ist es gesehen? Was ist? Der Pedometer. Ah, der Pedometer, nein, der Pedometer. Der muss drin. Nein, der Pedometer ist geil. Das ist wie mein Leim. Der ist richtig lustig. Für den kannst du weiterziehen. Yeah. Und geil ist, wenn du den recht früh im Programm machst, kannst du den Pedometer immer wieder einbauen. Irgendwie sagst du, keine Ahnung. Ja. Mein Pedometer. Eben sagst du, Rob. Nein, eben keine Ahnung. Sagst du, Erik Weber. Rob hat eine neue App. Ich habe jetzt einen Pedometer. Nein, der Pedometer muss drin. Vielleicht sollst du das Programm auch so nennen. Pedometer. So, aber wie kommt man auf die Idee? Ich weiß es auch nicht. Wie kommt man auf die Idee, eine App Pedometer zu nennen? Warum? Nein, weißt du? Da war ja der Klassiker war ja dann irgendwie, dass man noch Zitzig spielt, wie sie auf den Namen kommen. Ja, genau, ja. So. Aber irgendetwas, also auf jeden Fall, man kann viel machen damit, aber... Also Pedometer finde ich schon, der muss ich. Aber das ist eben, das ist der Extent von den Gedanken, die ich bis jetzt habe. Ja, nein, der finde ich, hat Potenzial, muss drin. Das mit Katrin. Was man sich auch könnte überlegen, wie könnte andere Apps heißen, weißt du? Oh mein Gott. Ich komme nur auf dreckige Sachen, die ich nicht sagen darf. Wo? Mein Fickometer. Wow. Fickmeter. Der Fickometer. Aber für was ist App? Das ist eben, das habe ich jetzt auch gefragt, was ich, welches Wort reimt sich mit Fick Flick? Ah, dann, warte, das muss ich aber finden. Wie hat das geheißen? Das könnte dir noch gefallen, weil es ist richtig dumm. Ich glaube nicht, dass ich es ins Programm tue. Aber ich habe mir überlegt, dass ich sage, ich habe einen Kollegen, der hat die schlechtesten Geschäftsideen die ganze Zeit. Mhm. Mit richtig dummen Namen, oder? Zum Beispiel hat er einmal einen Gin rausgebracht, den er genannt hat Super Saiyajin. Das ist aber noch geil. So. Oder er hat gefunden, er macht eine Klarsichtfolie, die heisst Filmstar. Oh Gott. So. Und dann hat während Corona hat er einen Brotlieferservice gehabt, der hat geheißen Pandemie. Ich liebe so billige Wortspiele. Ja. Oder er hat mal einen Fahrlehrer werden und dann gefunden, er macht ein Auto aus, wie ein Bullenauto und nennt es Fahrschulizei. Oh Gott. Ganz so schlecht. Das ist aber gut. Ja, eben. Das ist gut. Das ist ein guter Einsprecher sogar. Dann habe ich mal etwas überlegt. Wegen so, kennst du die Leute, die so arbeitslose Nicht-Jobsucher sind? Sie sind arbeitslos, aber sie wollen auch keinen Job, oder? Ja. Und dann sagen sie immer so, ja, weißt du, so, was machst du? Ja, ich schaffe momentan nicht.
Aber ich bin am Suchen. Was suchst du? Ja, so Projekte fände ich cool. Ja, genau. Ja. Also, weißt du, so irgendetwas im Business-Bereich, ja. So mit Homeoffice. Ja, was mit Manager und so. Genau. Und weißt du, etwas leiten. Weißt du, so super vage. Oh, boah. Nein, das ist ein paar gute Sachen. Ja, aber das sind alles so kurze Dinge, wo ich dann so denke, am Schluss eben, Schluss brauche ich ja mehr Masse, die es ein bisschen zusammenhält, anstatt... Also ich habe das Gefühl, anhand von der kurzen Sachen und die Comments von den Leuten, wie ich auf Geschichten komme. Ich habe wirklich das Gefühl, dass auch Leute da mega helfen. Weil ich weiss auch, bei mir bei den Trials habe ich auch, auch Feedback gefragt. Und während dem Feedback dann sind viele Nummern, die in meiner Show jetzt sind entstanden. Yeah. Weil Leute einfach so blöd sind, einfach rausgerührt haben, die am Schluss mega gut war. Wo ich auf die Idee gekommen bin. Aber diese Sachen finde ich wirklich potenziell, vor allem der Pedometer. Der ist einfach komisch. Da kann ich mit so vielen Sachen machen. Weißt du, was das Problem ist? Der Scheiß ist, das muss ich wirklich mal testen. Ja, nein, das muss ich wirklich mal ausschreiben. Und das finde ich so schwierig. Oder machst du einfach spontan aus dem Kopf? Ja, eben beim Lime-Line habe ich es so gemacht. Ja, nein, machst es einfach und dann siehst du, wie es auch. Ja, ja. Und dann bist du einfach grooven. Aber ich muss die muss ich mir vorher überlegen, die richtige Premise. Ja. Welche Person hat einen Pedometer und wieso und was ist in dem Stil? Okay. Nein, ja, du packst. Ja, kommt gut. Charlie ist super Hilfe. Also, nee. Ja, erzähl mal. Ah, kommt gut. Kommt wirklich gut. Ich glaube, für dein eigenes Gefühl fühlt es sich nicht so an, wie es noch nicht fertig ist. Aber es ist echt, also wenn das schon... Ah, ich habe gestern darüber nachgedacht. So, nein, es kommt gut. Der Punkt ist natürlich die eigenen Standards... Ja, werden immer höher. ...werden höher. Sie verändern sich. Und wir... Da habe ich mich jetzt wieder zurückgenommen, sozusagen, zum sagen, ich muss trotzdem das Zeugs irgendwie mal annehmen, in einem ersten Schritt, weil es kann am Anfang noch nicht dort sein, wo es am Schluss soll sein. Ja. Und mit den eigenen Ansprüchen tut man das Zeug schneller wegwerfen wie früher. Ja. Weil früher hast du gedacht, eben, das kann vielleicht etwas sein. Und dann zum Beispiel gestern, gell, dann bin ich am einen Bit und eben, ich weiss so, ich habe so aus den, keine Ahnung, die 3 Minuten, wo das, die Geschichte geht, habe ich so eine Minute, habe ich so richtig tightes Zeugs, oder? Und dann bin ich aber schon so ein bisschen so, fuck. Ja. Weißt du? Weil, und vor fünf Jahren, 7 Jahren, hätte ich klar. Hatte ich mich schon mega fest an dem festgehabt und gesagt, voll geil. Ja. Und darum habe ich jetzt auch wieder für mich müssen sagen, du musst ja nicht mehr dort und das annehmen und sagen, okay, doch, da ist etwas. Ja. Und bei dir weiss ich, etwas, was mega hilfreich ist, sobald du Spass hast. Da, deswegen, geh zurück zu der Back to the Roots. Solange du Spass hast, glaube ich, kommt es gut. Darum heisst das Zero. Will ich noch nicht haben. Nein, geil. So, was haben wir? Du musst langsam gehen, hä? Yes, ich habe eine Sitzung nachher. Alright. Ja, hey. Das ist sehr schnell vorbei, gell? Sehr schnell vorbei. Zeit rast so vorbei. Ich komm gerne wieder. Ich hoffe, dass Leute... Die Kombination. Also, das ist jetzt sehr, sehr inside gesehen. Mal schauen. Nein, ich glaube nicht. Aber das, eben, dass man einfach mal so rohe Ideen anschauen. Ich finde. Weil der Vetter hat das mal wollen machen, aber dort bin ich nicht, in der Phase gesehen von der Erarbeitung, dass ich wirklich so, ich habe jetzt nicht so irgendwie rohe Sachen. Nein, ich finde jetzt so. Also, auch wenn es inside ist, also gegen den Schluss jetzt, ich habe es schon mega interessant gefunden. Und ich glaube, dass auch Leute gibt. Also wenn jetzt wirklich Leute kommentieren und sagen, was ihnen gefällt, was ins Programm soll, dann wäre natürlich geil. Ja? Okay, nein. Ja? Denkst du anders? Das wäre richtig geil. Ich würde Feedback hören. YouTube, Spotify, kann man überall kommentieren. Yeah, man. Mail. Und machen wir den Gefallen. Kann man auch schreiben. Ja. podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Haben das gehört? Hm? Machen das. Ich will, dass Joel weiss, dass ich zulasse. Und übrigens, der Charlie ist auch auf Tour. Und es gibt zum Teil keine Tickets mehr. Also. Nein, doch, es gibt noch. Der Herbst gibt es schon für Tickets. Aber immer noch ein fucking Killer-Programm. Ja, ey, mega Spaß. Also gestern Es geht richtig ab. Ja. Und darum. Ja. Also, könnt ihr Charlie Seed Solo schauen? Ja. Ja. Joel auch unterstützt. Man könnte so wie Barbie und Oppenheimer.
kann man sagen, das war ja das Barbenheimer-Special, oder? Wenn man gesagt hat, man geht beides schauen, machen wir auch irgendwie einen Guelenbecher, oder? Irgendwie so. Ein Guelenbecher. Ah, oh, das ist ja geil. Falls wir mal zusammen ein Programm haben, nennen wir es so. Ein Guelenbecher. Nein. Das, aber cool, dass, hey. Dass du beide Shows könnt schauen. Back to back. Ja. Sehr gerne. Und wirklich kommentiert. Ich will wirklich hören, was ihr meint, ob wir alle so den gleichen Humorgeschmack haben. Pädometisch. Ja, und natürlich auch Vorschläge, wenn du findet irgendwie von diesen Characters, bei den Mikroimpressionen, was die sollen machen. Das finde ich auch, ja, das fände ich mega spannend. Bitte, mach das. Oh, also, hey, all the best. All the danke best, muchas gracias und bis bald wieder mal. Danke, Christoph. Danke dir. Und macht's gut. Brr, 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 skipa, ba, skir, skirpa.